Hallo! Flappy Bird hat es auf den C64 geschafft. Gestern habe ich auf Facebook gesehen, dass dieses Spiel rausgekommen ist. Und da dachte ich mir, ich mache mal was ganz, ganz brandaktuelles und probiere das mal aus. Ich wusste schon vorher, was Flappy Bird ist, aber allerdings muss ich zu meiner Schande gestehen, erst durch den ganzen Medienhype, der entstanden ist, als der Programmierer gesagt hat, er zieht sich zurück. Warum auch immer, vielleicht ist das nur ein geschickter Schachzug von ihm. Auf jeden Fall habe ich mir dann mal angesehen, was es ist und dachte, naja. Auf der Ouya kamen dann lauter Clones davon raus, mit Drachen, mit Flugzeugen, weiß der Geier. Fand ich auch belanglos, aber dass es auf dem C64 rauskommt, finde ich, ist doch jetzt mal ein Video wert. Und dann fange ich einfach mal an. Wir sehen hier den Titelscreen, mehr ist es nicht. Man hört leider auch keine Musik. Wahrscheinlich ist das in aller Eile zusammengeklempnet worden. Und dieser Vogel, wenn wir das mal Vogel nennen können, hat genau 2 Frames Animation, also ist auch nicht besonders dramatisch jetzt. Wenn ich mir den Titel so angucke, frage ich mich wirklich, ob es Flappy Bird oder Frappy Bird heißt. Aber die Datei heißt Flappy und so ist es auch gepostet worden. Okay, also ich versuch's mal. So, diese kryptische Zeichnung soll bedeuten, drück auf den Knopf, um zu steigen. Wenn man nicht drückt, passiert das. Okay. Und wenn man drückt, steigt man halt. So, das einzige Ziel dieses Spiels, super, ich bin unheimlich gut, ist es, durch diese Dinger zu fliegen. Möglichst weit. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ist nicht meins. ich versuch's mal. Ich hab's aber auch noch nicht probiert. Also das ist jetzt der erste Lauf überhaupt. Oh, wow. Immerhin zählt er schon als durchflogen. Naja, gut. Ich stell mich aber auch an, hey. Das ist aber auch nicht so einfach, ja, also das ist sehr, sehr, sehr undankbar. Weiter. Ich mag so Spiele nicht, ja, ich meine, ich kann mir richtig gut vorstellen, dass sowas auf dem iPhone oder Handy überhaupt gut funktioniert, weil man ja nur den Bildschirm antippen muss. Aber das ist jetzt doch sehr, sehr, sehr streng, muss ich sagen. Ja. Ich sollte mich vielleicht immer an der Unterseite orientieren. Ja, ich glaube, das ist nicht verkehrt. Also ich gucke lieber nicht nach der Oberkante, sondern nach der Unterkante. Ja! Immerhin 3. Mal gucken. Also ich mache es auch nicht allzu lang hier. Ich wollte es ja nur mal zeigen. Weil, ganz ehrlich, mir geht es jetzt weniger um das Spiel, sondern einfach nur um zu zeigen, dass es nicht so ist, wie viele Leute denken, wenn man sagt, ja, man interessiert sich für Retro-Spiele, dass sie denken, man sitzt dann da und spielt nur den ganzen alten Scheiß. Es geht... Wow, immerhin 3. Es geht ja nicht nur um die alten Spiele, natürlich auch. Aber es geht um, naja, wie soll ich sagen, das Overall-Feeling, ja. Sich zu freuen, was die Hardware zu leisten imstande ist, obwohl sie schon so alt ist. Und dass andere Leute immer noch auf dieser Plattform kreativ arbeiten. Also, Mensch, komm, also einen gescheiten Versuch muss man hinkriegen. Weil ich finde, dieses Spiel ist ein gutes Beispiel dafür, wie lebendig und dynamisch diese Szene doch tatsächlich ist, ja. Das hat jetzt nicht lange gedauert, bis dieses Spiel rauskam. Und das ist ja auch nicht unbedingt das erste seiner Art. Es gibt ja andere Beispiele, wo solche kleinen bekannten Spiele auch dann ihren Weg auf den C64 gefunden haben. Mir fällt da spontan Cannibalt ein, weil das ist ein Spiel, das liebe ich unheimlich. Und das funktioniert eigentlich genauso.
Es ist ein One-Button-Spiel. Man drückt einfach nur, um zu springen. Hier drückt man halt, um zu fliegen. Ja. Also lange Rede, kurzer Sinn. Diese Szene ist dynamisch, lebendig, kreativ. Und diese ganzen Kanäle, die durch das Internet entstanden sind, helfen dem System. Weil sowas hier, ich sag mal in den 80ern oder 90ern, das hätte seine Verbreitung nur sehr langsam gefunden und naja, die Frage ist auch, ob sowas damals überhaupt anerkannt worden wäre. Da hätte jeder gesagt, das ist langweilig, das ist Schrott. Ah! Aber mit dem Hintergrund, dass ja so viele kleine Casual-Games auf den mobilen Geräten erscheinen, hat sich ja der Geschmack auch ein bisschen gewandelt, glaube ich. Oder der Anspruch. Ah, Mensch, das gibt's doch nicht. Ah. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde langsam Gefallen dran. Oh, wow! Juhu! 7 Stück! Komm, also 10 schaffe ich doch mal, oder? Das muss doch mal gehen. Mich würde interessieren, spielt ihr sowas? Und wenn ja, wie weit kommt ihr da? Und wann macht ihr das? In der Straßenbahn? An der Bushaltestelle? In der Schule, während im Unterricht? Ich meine, ja, ich kenne euch ja. Nee, das war nur ein Scherz. Aber in welcher Situation spielt man sowas? Auf dem Handy? Ja? Eigentlich doch nur, wenn man wartet. Beim Arzt oder so. Ich komme gerade vom Arzt, deswegen. Ja. So, okay, ich versuch's jetzt mal. Ich konzentriere mich mal. Ah, das kommt dabei raus. Oh Mann, ich hatte aber auch noch kein Frühstück heute. Ich habe nur Kaffee getrunken. Das muss ich dann nachholen. Ah, das ist aber auch... Kerle, Kerle, Kerle. Also nochmal. Also auf. Ein letzter Versuch noch. Es hat auch, genau wie eben zum Beispiel Cannonball und viele andere Spiele dieser Art, hat es diesen Charme, ah komm, einmal geht noch. Ja. Wo man dann doch immer wieder dazu zurückkehrt. Das Problem ist halt, man tippt einmal auf den Knopf zu viel und dann ist es schon vorbei. So wie hier meistens. Wenn man sich verschätzt, so wie hier, dann ist es vorbei. Aber, also ein bisschen schöner, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn es ein bisschen schöner gemacht wäre, der Hintergrund etwas mehr interessanter gescrollt, die Spielfigur ein paar Frames mehr Animation und eine Titelmusik, wegen mir auch eine Hintergrundmusik, und schon wäre das ein super Spiel. Ja, also... Es ist nicht verkehrt. Da ist schon viel Schönes drin, wie man so schön sagt. Ah, 6, immerhin. So. Ach komm, ich hör auf. Hat keinen Sinn. Ihr habt eine Idee von dem Spiel bekommen. Vielleicht hat es euch ein bisschen gefallen. Ihr könnt das Spiel runterladen. Der Link ist in der Beschreibung. Kann man auch prima auf dem Emulator spielen, wenn man denn unbedingt will. Ich würde sowas nie tun. konstruktive Kommentare sind immer willkommen. Daumen hoch finde ich auch super. Oder abonniert gleich meinen Kanal, weil da kommt noch so einiges in Zukunft. Dankeschön, ciao.